Elias Stefanescu für GMP1TV. Wir sind gerade in Hamburg für die UFC und an meiner Seite, ihr kennt sie natürlich aus dem Boxen, Susi Kentikian. Schön, dich hier zu sehen. Beim Pressetraining warst du gerade aktiv. Ich frage dich direkt zum MMA. Ganz am Anfang, wo es das MMA in Deutschland recht neu war, hast du dich ein bisschen negativ geäußert. Inzwischen hat sich das offenbar geändert. Erklär uns warum. Das stimmt. Also am Anfang war ich gar nicht so begeistert von MMA und mittlerweile muss ich sagen, das ist einfach ein Thema und jeder spricht über MMA und ja, und es hat mich jetzt irgendwie auf Schnelle fasziniert und ich habe einfach gedacht, du probierst du einfach mal aus und schaust, ob das auch was für dich ist. Und ich habe auch ziemlich schnell festgestellt, dass es ganz gut funktioniert bei mir. Man hat jetzt gesehen, im Training auch hast du so einige Sachen schon gemacht mit Vlado Sikic. Du hast mir gerade verraten, so lange machst du das gar nicht. Sah aber gar nicht schlecht aus. In diesem Sinne, glaubst du, du wirst da ein bisschen weiter dran arbeiten und eventuell dich mal ausprobieren? Da ich ja so eine quirlige Person bin, also ich kann mich überall rein und raus und das ist schon, denke ich mal, ein Vorteil für mich. Ich bin schnell, explosiv und ich kann also das schon ziemlich schnell die Dinge aufnehmen und bin halt lernfähig. Und ich mache das nicht so lange und das klappt schon ziemlich gut. Natürlich habe ich meinen Vorteil als Boxerin. Ich bin erfahren, ich habe dieses Distanzgefühl und ich merke, wenn jemand auf mich zustürmt, ich kann dann einen Schritt zurück machen und direkt kontern. Also diese Dinge sind einfach da und die kann mir niemand wegnehmen. Das Einzige, wo ich noch halt lernen muss, sind halt diese Griffe, wie fixiere ich den Gegner, wie kann ich diese Tricks halt, ne, die man halt benötigt, um halt auch mal schneller den Kampf zu beenden, ohne dass man irgendwie einen Lucky Punch oder einen gezielten Treffer da einsetzen muss. Ja, du bist 28, seit 11 Jahren schon aktiv als Boxerin. Wie geht's mit dir weiter? Willst du quasi nur im Boxen bleiben oder kann man dich eventuell wirklich, wie gerade schon angesprochen, irgendwann mal in einem MMA-Kampf sehen? Also ich werde jetzt 29 und ich habe schon so einiges in meinem Leben erlebt und immer erfolgreich gewesen. Ich werde das auf jeden Fall ausprobieren, weil man sollte auch neue Dinge ausprobieren und ich werde das ausprobieren. Ich habe aber noch ganz viele andere Projekte, die ich im nächsten Jahr machen werde. Aber ja, es bleibt alles spannend und ich glaube, ich überrasche so einige Leute noch im nächsten Jahr. Lass uns vielleicht aufs Boxen eingehen, denn da warst du ja sehr aktiv, konntest ordentliche Titel ergattern, nur zwei Niederlagen in deiner Karriere, einmal gegen Moreno, da hast du ja wieder glatt gebügelt und dann McMorrow, ist da irgendwo noch was offen? Ja, bei McMorrow, da mussten wir gar nicht sprechen, weil dieser Kampf war einfach nicht gut, ich hab einfach nicht geboxt, so wie ich boxe, ich bin einfach so reingegangen und dachte, mache ich mal so nebenbei und habe schnell gesehen, dass man auch mal für einen WM-Kampf trainieren muss. Aber man lernt ja aus Fehlern und ich habe halt schnell gelernt. Und ja, ich bin jetzt schon so erfahren, dass auch wenn ich jetzt sage, ich boxe im nächsten Monat schon, dass ich einfach sage, ich mache mir selber nicht diesen Druck, sondern ich habe diese Erfahrung und ich kann mit einem gewissen Druck auch besser boxen. Das bin ich halt. Ich mag diese einfachen Dinge nicht. Ich brauche Herausforderungen. Und wenn ich eine Herausforderung habe, dann liefere ich auch ab. Und es werden bald Herausforderungen kommen und deswegen warten wir mal ab. Warten wir mit großer Spannung drauf. Zum Thema Erfahrung, wenn du jetzt vielleicht auf deine lange Karriere zurückblickst, einfach so aus dem Kopf, was sind denn so die vielleicht schönsten Momente, die du erlebt hast und vielleicht auch die schlimmsten aus deiner Sicht? Also ich hatte sehr viele schöne Momente. Meine Karriere war Achterbahn pur. Also ich war von 0 auf 100 ein Fernsehstar und dann ging es mal ein bisschen wieder bergab, weil ich halt mit falschen Menschen sowas zu tun hatte. Dann ging es wieder hoch und dann wieder runter und wieder hoch. So ist das Leben und das ist ja das Schöne und das Spannende an dieser ganzen
schwer an dieser ganzen Reise, ja. Und deshalb, also ich bin halt so eine Powerfrau und ich gebe immer Gas und ich werde mich immer durchsetzen, egal wo. Das heißt, immer durchkämpfen. Da muss ich dich natürlich fragen, es gab so einige Gerüchte mit diesem Super-8-Turnier um den WBC Diamond Belt in Mexiko. Wie schaut das aus? Bist du in diesem Turnier und potenziell Raja Amasee, wäre das eine Gegnerin, auf die du treffen wollen würdest? Ich boxe gegen jede und ich weiß, dass ich auch jede schlagen kann. Und selbst die in Mexiko, die dort sind, das sind alles Top-Athletinnen, wirklich richtig starke. Aber ich weiß einfach, dass ich die Beste bin im Fliegengewicht und keiner kann mir das Wasser reichen. Und wenn das zu diesem Turnier kommt, dann werde ich auch die Gewinnerin sein. Da würdest du auch deinen WBA Super Champ Titel mit einbauen? Das wird leider damit nichts zu tun haben, nein. Na gut, wir danken dir. Uns wird gerade signalisiert, die Zeit ist um. Wir wünschen dir gleich noch viel Spaß und vielen, vielen Dank für deine Statements. Und viel Erfolg für die Zukunft. Danke. Dankeschön. Tschüss.